Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich rede nicht lange um den heißen Brei rum. Das ist jetzt hier mein dritter Teil zum Thema komische Sachen, die Amerikaner machen. Ich verlinke euch die bisherigen Teile unten und ja, starte dann jetzt direkt. Und zwar ja, mal ein bisschen etwa ein traurigeres Thema, und zwar Beerdigung. In den USA ist es üblich, dass bei der Beerdigung die Leiche quasi in einem offenen Sarg liegt. Und jeder, also die ist dann quasi in dem gleichen Raum, wo alle Leute sind. Man kann dann da hingehen, kann sich verabschieden, kann nochmal das letzte Mal ins Gesicht der Leiche gucken. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Mein Mann, der Amerikaner ist, findet das auch komisch. Das ist irgendwie so ein bisschen bizarr, oder? Hier ist auch so Einäscherung sehr beliebt. Aber ja, in Deutschland machen wir so offenen Sarg oder so, das machen wir nicht, oder? Das habe ich echt noch nie irgendwie mitbekommen. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, ich finde es echt ein bisschen weird. Nächster Punkt, und da seid ihr in den Kommentaren ein bisschen gefragt, weil ich kann ja immer nur von meinen Erfahrungen berichten, aber ich denke mal, in Deutschland machen wir das eigentlich auch eher nicht. Und zwar, dass wenn man irgendwie Gäste hat, wenn man jemanden zu sich einlädt, dass man dann eine Tour durchs Haus gibt. Also das ist bei Amerikanern so üblich. Meistens zeigen die einem dann alles. Und ich hatte neulich, war ich mit einer Freundin aus der UK unterwegs, und die hat dann danach zu mir gesagt, dass sie das irgendwie komisch fand. Also wieso soll, also klar sind ihre Freunde, aber wieso soll sie sich jetzt bei denen das Haus angucken? Und das hat mir dann so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich ehrlich gesagt gar nicht gerade so sicher bin, ob die Deutschen das auch machen. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil die Deutschen schätzen doch so sehr ihre Privatsphäre und wollen das vielleicht irgendwie Leuten, mit denen man zwar befreundet ist, aber vielleicht jetzt nicht super eng ist, nicht alles gleich zeigen. Also ja, sagt ihr mal in den Kommentaren, wie das in Deutschland ist. Und eine andere Sache ist auch, dass man die Schuhe anziehen lassen kann. Dass man die Schuhe anhaben. Warte mal, wie sagt man das? Man kann die Schuhe anlassen, wenn man zu jemandem ins Haus geht. Es ist auch so ein bisschen so, ich würde immer fragen, so einfach auch aus Höflichkeit. Und dann kriegt man meist die Antwort, ja, mach wie du willst, kannst du anlassen, kannst du auch ausziehen. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied. Der nächste Punkt ist, Amis sind sehr kuschelfreundlich. Also meistens, wenn man jemanden kennenlernt, gibt man nicht die Hand, sondern man umarmt sich gegenseitig. Zumindest unter Frauen. Also da kenne ich so einen kleinen Unterschied zwischen Mann und Frauen. Männer geben sich dann eher Five oder geben sich die Hand. Kommt auch mal vor, dass sie sich umarmen. Aber ich glaube so, die Frauen sind eher so ein bisschen so drauf. Und es kann auch gut sein, und das natürlich auch eher unter Frauen, also Männer machen das eher nicht, dass man dann so im Gespräch von Leuten irgendwie mal angefasst wird oder so. Die sind halt einfach so ein bisschen mehr auf Tuchfühlung als die kalten Deutschen. Und ich finde das eigentlich ganz nett, aber ich sag mal so, man kann es auch übertreiben. Als 2020 Covid ganz schlimm war und alle unter Quarantäne mussten und gar nicht mehr raus durften, habe ich mal im Fahrstuhl eine Nachbarin getroffen, und die war irgendwie, also sie lebt allein und so, die meinte so, sie ist so einsam und ganz schlimm. Und die hat mich dann, während ich mit der in den Fahrstuhl gefahren bin, hat die mich dreimal umarmt. Und da waren noch so, also da waren gerade noch so mexikanische Putzkräfte auch gerade im Fahrstuhl, und die haben dann irgendwann angefangen laut zu lachen, weil die das auch so bizarr fanden, dass sich da quasi eine fast fremde Frau einfach dreimal umarmt. Mein nächster Punkt, und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, auch wenn er so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, also das muss ich dazu sagen, da sind dann gleich mal meine Auswandererfreunde, Zuschauer gefragt, die auch in den USA leben. Und zwar, ich habe vor vielen Jahren in San Diego an einer Privatuni studiert mit, also mit Kursen, die so 20 Leute oder so waren da maximal drin. Aber mein Bruder, der ein Auslandsjahr an der Schule, ich glaube 10. Klasse oder so macht man das immer, in den USA gemacht hat, der hat Ähnliches berichtet. Und zwar, dass so im Großen und Ganzen eigentlich eher die Schüler oder die Alumnis den Unterricht mehr gestalten als der Lehrer, oder vielleicht ein bisschen blöd formuliert, der Lehrer lässt es zu, dass der Unterricht sehr gelenkt und geleitet wird von den Beiträgen der Schüler. Und wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht von so ganz normalen Unis, wo hunderte von Leuten in einer Sitzung sitzen, da natürlich nicht. Aber wie gesagt, so an der Highschool oder auch in eher so kleineren Gruppen bei Privatunis oder so, das ist oft so, dass der Lehrer so einen groben Rahmen gibt, okay, das ist hier unser Thema. Wir haben da jetzt dieses Projekt, darüber müssen wir irgendwie reden. Aber dann können eben die Leute durch ihre Beiträge sehr das leiten, in was für eine Richtung das geht.
Und das ist eigentlich, finde ich, ganz interessant, weil das dann halt eben nicht so Unterricht von A bis Z, wir machen jetzt hier alles durch. Und der Lehrer, der das schon 20 Jahre macht, der hat 20 Jahre immer genau die gleichen Sachen gesagt. Nee, sondern es geht halt wirklich so in die Richtung, in die die Leute das lenken. Und generell ist mir auch aufgefallen, dass die Amerikaner viel offener dem sind, auch wirklich viel Beiträge von sich einzubringen und halt, also im Endeffekt, die haben zu allem was zu sagen. Das war echt witzig. Also ich war damals mit, wir waren 10 deutsche Austauschschüler halt in dieser Privatuni da für ein Semester. Und wir haben uns nach den Kursen irgendwie immer unterhalten und waren so, okay, ey, die haben echt immer zu allem irgendwie was zu sagen. Wo, also selbst wenn du so denkst, das ist irgendwas, das ist echt einfach so ein Fakt und das ist vorbei, die haben immer irgendwie zu allem was zu sagen. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz, ganz witzig so und sagt mir gerne, ihr anderen Deutschen da draußen in den USA, ob ihr das auch so erlebt. Jo Leute, und das war's dann auch schon. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!